Heute geht es einmal nicht um einen Haarschnitt, sondern um die Stova Flieger Icarus. Eine Uhr in der Tradition der klassischen Fliegeruhren und trotzdem komplett anders, modern, frisch und neu. Ich hatte die Gelegenheit, sie sehr günstig gebraucht zu kaufen und habe mich sehr gefreut, zuschlagen zu können. Ich hoffe, euch gefällt die Uhr genauso wie mir und würde sie euch jetzt gerne im Detail vorstellen. Falls ihr deutsche Uhren mögt, falls ihr meine Videos mögt und euch dieses am Ende gefallen hat, könnt ihr meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Die Icarus ist eine Uhr in der Geschichte, in der Historie der Fliegeruhren Baumuster Typ A, die 1940 für die deutsche Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg in Auftrag gegeben wurden. Insgesamt nur 5 Firmen haben diese Uhren gebaut. Und das waren Larco, Stova, Wempe, Lange & Söhne und IWC. Insofern kann man schon sagen, dass die Stova Icarus in einer sehr langen Tradition von Baumuster Typ A Fliegeruhren steht, auch wenn sie ganz, ganz anders ist in vielen Punkten als das klassische Vorbild. Unterschiede zu der klassischen Fliegeruhr, die mir aufgefallen sind, und es gibt wahrscheinlich noch deutlich mehr, die Experten erkennen können, aber mir ist aufgefallen unter anderem, dass die klassischen Fliegeruhren kein Logo auf dem Ziffernblatt hatten, dass sie gebläute Zeiger hatten, dass sie extrem groß waren, um die 55 mm plus minus. Sie hatten in der Regel ein braunes Lederband mit einer Niete dran. Und lass mich mal kurz schauen. Naja, klar, kein Datum. Sie hatten kein Datum. Und wahrscheinlich ist auch die Gehäuseform anders gewesen. Trotzdem anhand der Zeiger eines sehr, sehr ähnlichen, wenn nicht identischen Fondtyps und der Gesamtgestaltung ist die Icarus als eine Fliegeruhr erkennbar. Der markanteste Unterschied ist natürlich das Ziffernblatt, was nicht weiß ist, sondern grau. Dieses Grau ist auch etwas Besonderes, aber auch darauf gehe ich gleich noch ein. So, das ist sie also, die Flieger Stova Icarus. Ich mag sie wirklich sehr, sehr gerne, weil sie zum einen eine sehr angenehme Größe hat von 40 mm im Durchmesser und eine sehr angenehme Bauhöhe von 10,2 mm. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm und der Abstand Horn zu Horn beträgt 48,6 mm. Die Uhr hat vorne und soweit ich in Erfahrung bringen konnte, auch hinten ein Saphirglas. Sie ist leider nur bis 5 Bar oder 50 Meter wasserdicht, aber ich habe gesagt, ich gebe der Uhr eine Chance. Diese Version, wie ich sie hier vorliegen habe, kostet derzeit im April 2020 im Stova Online Store 740 Euro. Man kann unterschiedliche aufpreispflichtige Optionen wählen, die ich nicht haben wollte bzw. bei der gebrauchten Uhr nicht dabei waren. Es gibt temperaturgebläute Zeiger für zusätzlich 50 Euro. Ich habe aktuell die Basisvariante des ETA 2824-2. Wenn man die dekorierte Top-Grade-Variante haben möchte, werden weitere 130 Euro fällig. Wer ein Handaufzugswerk haben möchte, muss 150 Euro zusätzlich ausgeben. Persönlich finde ich diese Variante am ansprechendsten, weil ich finde, dass die schwarzen Zeiger mit dem schwarzen Datum sehr gut harmonisieren und auch das schwarze Band passt meiner Meinung nach hervorragend zu der Uhr, besser als die anderen gezeigten Bänder. Ich mag das so wirklich sehr, sehr gerne. Das Besondere an dieser Uhr ist das perlgestrahlte und rodinierte Ziffernblatt.
Ich guck mal, hier kann man es ein klein wenig sehen. Ich muss gleich mal eine Taschenlampe holen und es separat versuchen, es auszuleuchten. Es funkelt wirklich im Licht. Schade, dass man das hier nicht so sehen kann, aber es ist nicht nur einfach ein graues Ziffernblatt, es ist wirklich ein Ziffernblatt mit einem metallischen Funkeln, je nach Lichteinfall. Wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ja, ich habe jetzt eine Taschenlampe auf mein Lichtzelt gestellt und ihr könnt hoffentlich sehen, wie das Ziffernblatt funkelt und sich wirklich unterschiedlich gestaltet. Wirklich, wirklich klasse gemacht. Wie ihr sehen könnt, sind die Stundenmarkierungen mit den arabischen Ziffern sowie die Stundenstriche weiß mit Superluminar C3 ausgelegt, was auch wirklich sehr schön leuchtet. Die Ziffern selber sind dezent schwarz umrandet, aber dafür nehme ich mal kurz mein Makro. Wie ihr sehen könnt, sind die Ziffern und die Stundenstriche sehr dezent schwarz umrandet, sodass auch im Sonnenlicht, wenn es sehr hell ist, sowohl die Stundenindizes als auch die Ziffern sehr gut lesbar bleiben. Ich habe die Uhr gebraucht gekauft. Die Uhr hat leichte Gebrauchsspuren. Das lässt sich bei einer gebrauchten Uhr kaum vermeiden. Hier auf der Kante ist die größte Gebrauchsspur, die die Uhr hat. Da ist ein kleiner Ditch. Ansonsten ist die Uhr für 2,5 Jahre in einem wirklich guten Zustand. Auch hier sieht man leichte Spuren in der handmattierten Oberfläche. Stowa legt hier selber Hand an und mattiert das Gehäuse von Hand. Auch das finde ich sehr bemerkenswert. Das Glas ist ganz, ganz leicht gewölbt. Kann man das hier sehen? Also wirklich ganz, ganz leicht. Nur es ist nicht komplett flach, aber es steht auch nicht sehr markant heraus. Die Rückseite ist so, wie ich es auch von meiner Antea her kannte. Die Angaben sind im Kreis auf dem Metallring und das nicht dekorierte Werk, allerdings mit einem Stowa-gelabelten Rotor, ist sichtbar. So, einige von euch haben auch nach einem Nightshot gefragt, den ich euch natürlich auch gerne zeige. Ich habe einfach beide Uhren nebeneinander gelegt, habe sie nicht extra mit einer Taschenlampe beleuchtet und stelle jetzt einfach nacheinander die Videoleuchten aus. Das war die Nummer 1 und das war Nummer 2. Die Icarus leuchtet sehr deutlich, sehr hell und extrem gut ablesbar. Die U1 ist nicht ganz so hell, dafür sind die Zeiger und Indizes dicker und die Leuchtmasse hält lange an, aber sie ist nicht so klar wie die Icarus. Wie lange die Leuchtmasse der Icarus hält, das habe ich noch nicht getestet, aber ich finde das Erscheinungsbild sehr, sehr ansprechend. Vielen Dank, dass ihr in mein Video geklickt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Video.